Willkommen zurück in Bolivien. Willkommen zurück zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Ja, endlich wieder in Montauk. Endlich wieder mit meiner heißgeliebten Tar 21. Und, ja. Wir folgen jetzt der Hauptmission weiter. Wir wollen natürlich wissen, wer. Los geht's. Wer der Typ ist, der hier alle ausbildet. Und, ihm dann den Garrus machen. Am letzten Mal sind wir ja glorreich gescheitert, oder sind wir nicht glorreich gescheitert, indem ich den Typen, den ich eigentlich befragen sollte, mitnehmen sollte, niedergeschlagen habe. Niedergeschlagen ist gleich tot. Ja. Es war wieder herrlich. Control Freak liebt dieses Spiel. Ich fahre heute auch wieder wie eine besenkte Sau. Tut mir leid, ich habe da manchmal. Ich sollte Rallye-Spiele spielen oder sowas. Da hätte ich, glaube ich, mehr Spaß. Aber ich mag diesen Nakahava. Ist echt ein. Moment. Moment, das ist doch. Doch, das ist die richtige Ecke, ne? Da muss ich mal ganz kurz rüber. Wo komme ich denn da her? Das ist der Einzelwagen, richtig? Ich guck gerade ein bisschen nach so einer Stelle, wo ich ungestört auf die anlegen kann. Es gibt Feindaktivität. Ach echt? Ich sehe einen Scharfschützen. Da war einer. Übrigens, als Scharfschützen habe ich immer noch die HTI. Markieren Hauptmann. Ich sehe noch einen Tango. Hab ein drittes Ziel. Die Drohne ist oben. Das macht 5. Ich sehe das Paket. Los geht's. Verstanden. Unterwegs. So, der geht jetzt und kriegt das nicht mit. Geh in Position. Lass mich in Position. Sekunde, geh in Position. Mist. Jetzt bewegen die sich auch so ein bisschen. Oh, guck mal. Eingeschlafen. War die Arbeit doch zu viel für ihn. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich ihn jetzt. Aber ich glaube, der eine steht zu nah dran. Ja, der kriegt das auf jeden Fall mit. Der kriegt das auf jeden Fall mit. Hm.
Geh in Position. Suche eine gute Position. Verstanden. Unterwegs. Ich sehe das Ziel. Roger, Ziel erfasst. Bin schussbereit. Feind am Boden. Okay, aufatmen. So, die Seite ist aufgeräumt. Was macht er? Mhm. Noch fünf. Na, bleibst jetzt stehen. Noch vier. Ich gehe in Position. Gehe auf neue Position. Ziel erfasst. Hab das Ziel. Dann loslegen. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Quítate, pendejo. Verschwinde. Puta madre. Lassen Sie mich... Klappe. Jetzt rede ich. Du hörst zu. Nicke, wenn du mich verstehst. Vorwärts. So, die richtige Taste gedrückt. Jetzt, jetzt passt das auch. In den Kofferraum. Bitte, bringen Sie mich nicht zurück. Netta, por favor. Ich bitte Sie. Ich halte das nicht aus. Hören Sie, no lo aguanto. Ich kann nicht. Schrecklich. Was? Schieße! Wow. Gib Zeichen. Feuer eröffnen. Hua!
Billy, runter, runter! Nein, lasst mich gehen! Quédate quieto. Sie wollen weg vom Kartell, Emilio? Ich mach das möglich. Dafür brauche ich was von Ihnen. Erzählen Sie doch mal vom Leiter des Camps. Carajo, ich weiß nicht. Ein Gringo. Riesig. Augen kalt wie Stein. Es malo sogar die Wachen fürchten ihn. Und wie heißt er? Einer der Ausbilder nannte ihn Bookhart. Carl Bookhart? Kennen Sie den Kerl etwa? Es gab einen Sergeant Bookhart bei den Rangers 2003, damals im Irak. Haben mal zusammen gearbeitet. Shit. Zurück zum Team. Ich werde mal bei Langley checken, was die so zu Bookhart haben. Mhm. Tja, dann... Oh, jetzt haben wir aber einen Loading Screen of Death heute. Erst vor kurzem hatten die einen 20 GB großen Patch rausgehauen. Passiert. Ich hoffe mal nicht, dass sie jetzt irgendwas kaputt gepatcht haben. Das wäre echt schade für dieses Spiel. Oder muss er zu... Ja, okay. Hat ein bisschen gedauert. Emilio hat einen Namen ausgespuckt. Carl Bookhart. Ist er Amerikaner? Wenn ich mich nicht irre, dann war der Mann Army Ranger. Wir haben zusammen gedient. Ein Ranger? Nein, auf keinen Fall. Bowman überprüft das gerade. Sie meldet sich, wenn sie sich sicher ist. Mhm. Ja gut. Ich habe Informationen über Carl Bookhart. Sie hatten recht. Er war wohl mit dem 3. Bataillon des 75. Ranger-Regiments 2003 im Irak. 2006 wurde er entlassen. Anschließend verliert sich seine Spur. Ich schätze, er ist noch gut in Form. Laut unserem Deserteur befindet er sich in einer Basis in der Chusapadre-Silbermine. Finden und töten Sie Bookhart. Das legt das Kartell-Ausbildungsprogramm für Monate auf Eis. Verstanden. Okay. Wird gemacht. Aber hier sind noch Fertigkeitspunkte, die sollte ich vorher, glaube ich, noch abgreifen. MSA? Moment. Wow. Ja, ich glaube, ich muss mal dringend die MSR holen. Ich fahre. Ich sitze, gib Gas. So, lass mich Arzt, ich bin durch. Wir müssen jetzt einen sehr präzisen chirurgischen Eingriff vornehmen.
Huch. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Infos zu Feindpositionen sind unterwegs. Aha. Drohne fliegt. Ja. Hey, hier ist ein Santa Blanca Orden. Ist ein schönes Souvenir. Nehme ich mit. Noch mehr. Kann ich denn schon irgendwas aufrüsten, was ich dringendst benötige? Tempo? Nein. Objekte auch nicht. Wo ist dieser Hubschrauber? Ach, da hinten. Das ist der Begleithubschrauber für den Transport. So. Granate kommt. Komme mierda, culeros. Wow. Das mit der Tür ist gerade. In Deckung, Idiot! Ich schieße auf die Ärsche. Okay, Treppe. Die Uhr läuft ab, ihr müsst euch beeilen, Leute. Wo ist das denn mit dem Hecken? Da. Passt schon. Super. Die Störung der Kartellkommunikation macht es leichter für die Rebellen. Und raus. So, den haben wir auch erledigt. Dann haben wir hier noch einen Fertigkeitspunkt. Kompensator, langer Lauf fürs Leichtmaschinengewehr. Gefaltete Schulterstütze. Hubschrauber stehen für Nahrungspakete. Da
Das wäre natürlich, also Nahrung wäre natürlich gar nicht so verkehrt. Nahrung wäre nicht so verkehrt, dann nachdem wir den Typen erledigt haben, können wir uns mal um Nahrungspaket. Er muss ja auch ein bisschen weiterkommen. Ist alles voller Unidad. Aufpassen, wir wollen keine Zivilisten töten. Wollen wir doch auch nicht. Es passiert doch gar nichts. Ich glaube, die Luft ist rein. Was? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe jetzt seine Waffe gegen meine ausgetauscht. Das war natürlich sehr schlau. Das wollten wir ganz schnell wieder rückgängig machen. R5, was... Aber die jetzt so da liegt, dass man da nicht mehr rankommt. Ja, das ist super. Okay. Wir konnten den Ausbilder des Kartells identifizieren. Ein ehemaliger Army Ranger namens Carl Burkhardt. Der Kerl ist leider ein böser Bube geworden, als er beim Kartell angefangen hat. Jetzt müssen wir ihn eliminieren. Leider? Er hat sich selbst das ausgesucht. Also, ich habe da kein Mitleid mehr. Die Leute aufpassen, wir haben Gesellschaft. Ob man jetzt kriminell wird oder nicht, liegt ganz in der eigenen Entscheidung. Oder hat euch da niemand verboten, Nein zu sagen? Kann man jetzt 10 fertig machen? Oh. Eine Blendgranate. Zieldauer. Reduziert die Dauer zum Ziel bei Waffen mit großer Zieloptik. Ein zweites Ziel, Tango Nummer 3. Hey,
Sniper auf dem Dach. Okay, bin unterwegs. Brauche neue Position. Moment, such eine gute Schusslinie. Okay, Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Ziel eliminiert. Mhm. Hey, hallo, Burkhard, ich komme. Wir nähern uns Burkhards letzter Position. Wollen wir das echt tun, Boss? Einen von uns töten? Burkhard war nicht mehr unser Bruder, als er sich entschlossen hat, zum Kartell zu wechseln. Wenn ihr ihn seht, knallt ihn ab, ohne zu zögern. Mein Gott, hier riecht's wie im Schlachthaus. Was für ein Training macht Burkhard hier? Das Erste, was ein Sicario-Rekrut lernt, ist, einen Menschen zu töten. Sie holen Gefangene her und lassen sie von Rekruten mit Hämmern oder Macheten bearbeiten. Manchmal Männer, manchmal Frauen, manchmal kleine Kinder. Die Rekruten wissen, wenn sie zögern, sind sie selbst dran. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Zurück, bevor sie dich entdecken. Ah, da hinten. Hey, wir haben einen Narko. Ich sehe eine Waffenkiste. Give it to me, please. Ja, kann ich gebrauchen. So, wo bist du denn? Die ist natürlich... Wow. Und wenn ich den normalen Lauf raufpacke? Na, macht keinen großen Unterschied, die Handbarkeit geht ein bisschen runter. Die bleibt in Schwarz. Oh. Okay. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Die werden dich sehen. Weg da. Noch eine Datei. Hab ein. Irgendwo hier. Bin ich jetzt blind? Ach, da. Okay. Dritter.
Wow. Jetzt wird ihn aber hier, Du glaubst, du kriegst mich, du Arschloch? Na los, zeig, was du kannst. Scheiße, Bukhart hat mich gesehen. Er läuft weg. Komm schon, Operator. Los geht's. Mal sehen, was du drauf hast. Das war's, Bukhart. Es ist aus. Ich sehe Bukhart. Ziel markiert. Bukharts Tod wird das Ausbildungsprogramm des Kartells empfindlich stören. Santa Blancas beste Truppen schaffen es nicht, den Verlust auszugleichen. Das beeinträchtigt ihre Sicherheit und bringt uns näher an El Muro. Genau. Das Kartell bestimmt schon seit Jahren, was in Bolivien passiert. Nun schlagen wir endlich zurück. Weiter so. Wir haben ihn. Er ist tot. So sollte kein Ranger sterben. Bukhart wollte es so, vergiss das nicht. Wir mussten das tun. Mhm. So, was hat er mir denn da gegeben? Eine M4 Taktiker? Muss ich mal diese Waffe angucken. Immer so, diese Gewalt hier. M4 Tactical. Da. Weniger Schaden bis Randbarkeit, bessere Geräuschminderung, weniger Durchdringung, weniger Präzision. Ja, hat sich erledigt. Da ist jemand alarmiert. Warum denn das? Kann ich überhaupt nicht verstehen. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Mhm.
Ich glaube, muss man ihm dafür zusagen, ist alles erledigt. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Schick, alles klar. Dann. Holen wir uns den Hubschrauber. Ne, erstmal holen wir uns das Teil da unten und dann. Ein E-Team-Wagen. Bitte jetzt hier die AT-Musik einspielen. Oder stellt euch wenigstens vor, als käme die AT-Musik. Lass die Zivilisten leben, Idiot. Guck gefälligst, wo du hinfährst. Hey, er ist mir nicht ausgewichen. Ist nicht meine Schuld. Müssen wir echt da runter?